Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um diese Ameisenart hier. Welche Art es genau ist, werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Hier habe ich noch ein paar Aufnahmen, wo die Kolonie noch etwas kleiner war. Ja, die Kolonie habe ich jetzt schon tatsächlich seit 2019. Also ich habe die Königin in Kroatien gefangen vorletztes Jahr. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die Königin damals in einem Ast war. Ganz so sicher bin ich mir hierbei aber nicht. Zunächst war ich mir nicht ganz sicher, welche genaue Art diese Königin hier angehörte. Dafür konnte ich schon recht sicher sagen, dass die Königin hier der Gattung Camponotus angehört. Ich habe häufiger versucht, in der Discord-Gruppe die genauere Art zu bestimmen. Leider wurden wir uns da nie wirklich einig. Häufig wurde vermutet, dass es Camponotus phallax sei, wobei ich mir dann beim Aussehen nicht ganz so sicher war. Wie auch immer, im ersten Jahr bekam die Königin 3 Arbeiterinnen. Danach kam sie für 3 Monate in Winterruhe, da es sich ja hierbei um eine südeuropäische Art handelt. Sie kam ja aus Kroatien, also habe ich sie bei etwa 15 Grad in den Keller gestellt. Im zweiten Jahr ist leider nicht viel passiert. Da hat sie keine weiteren Arbeiterinnen bekommen, obwohl die Haltungsparameter eigentlich gepasst haben müssten. Dann sind dann halt über das Jahr 2 Arbeiterinnen von den 3 gestorben. Dies waren aber auch nur die ersten Pygmäen-Arbeiterinnen der Kolonie, also kein Wunder. Über die zweite Winterruhe hatte die Königin dann halt die eine Arbeiterin und eine Handvoll Larven. Ja, und im dritten Jahr hat die Königin dann endlich wieder losgelegt. Ein paar Arbeiterinnen sind geschlüpft, sie hat vermehrt Brut gelegt. Ich weiß echt nicht, was im vorherigen Jahr los war, denn ich habe sie jetzt nicht viel anders gehalten wie in diesem Jahr. Und sobald die neuen Arbeiterinnen da waren, hat das Rätseln um die Art eigentlich recht zügig sich zum Ende geneigt. Denn ein paar der größeren Arbeiterinnen wiesen eine noch nicht ganz so stark ausgeprägte, aber dennoch vorhandene Rotfärbung am vorderen Teil des Thoraxes auf. Es müsste sich hierbei also um Camponotus dalmaticus handeln, eine sehr schön aussehende Camponotus-Art. Mittlerweile habe ich der Kolonie auch schon eine Arena angeboten, eine einfache Plastikbox, ähnlich wie bei den Camponotus ligniperda. Der Boden besteht dann somit auch hier aus einer Mischung von Gips und Lehmpulver. Und er beinhaltet auch 2 Vertiefungen, welche dazu dienen, Reagenzgläser reinzulegen, damit die nicht in der Arena hin und her rollen und man sie auch einfacher abdecken kann. Auf den Schiefersteinplättchen habe ich ihnen Honig angeboten, davor liegt eine Fliege und der Sand hinter den Schiefersteinplättchen ist dazu da, damit sie, wenn sie wollen, den Nesteingang zubauen können. Hier in der Ecke liegt leider eine tote Arbeiterin, die verstorben ist, seit ich die Kolonie hier in die Arena gesetzt habe. Ja, was kann ich zur Ameisenart Camponotus dalmaticus noch so sagen? Es ist eine im Südeuropa auftretende Ameisenart. Ich halte sie beispielsweise bei etwa 25 Grad. Dementsprechend fällt auch eine verkürzte Winterruhe an, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Zusätzlich lässt sich noch sagen, dass die Kolonien dieser Art recht klein bleiben, was die Koloniegröße angeht. Schätzungsweise dann nur ein paar hundert Tiere. Königinnen sollten etwa 8,5 bis 10 mm groß werden. Arbeiterinnen hingegen nur 4 bis 7 mm. Und was vielleicht auch noch interessant ist, Männchen sollten eine Größe von etwa 5 bis 7 mm erreichen. Was ich auch gelesen habe, ist, dass größere Arbeiterinnen bzw. Majorarbeiterinnen oftmals als Speichertiere für Futter fungieren. Das heißt, dass im Gaster dieser sogenannten Speichertiere vermehrt Nährstoffe wie beispielsweise Kohlenhydrate wie Honig gelagert werden, damit die Kolonie jederzeit an diesen Speicher drangehen kann. Das Prinzip kennt vielleicht der ein oder andere auch bei Honigtopfameisen. Bei Camponotus dalmaticus ist dann dieses Prinzip aber nicht so extrem. Ich würde vorschlagen, schauen wir einmal in das Nest hinein. Ja, hier sieht man auch direkt einmal die Königin, die auf einem Bruthaufen sitzt. Die restlichen Arbeiterinnen sitzen weiter vorne. Hier kann man beispielsweise auch gut die Rotfärbung am vorderen Teil des Thoraxes sehen. Und auch ein paar größere Arbeiterinnen sind schon da. Ich würde hier sagen,
mittlere Mediaarbeiterinnen. Was man auch recht gut erkennen sollte, ist, dass viele Arbeiterinnen einen prall gefüllten Gaster haben. Dies würde dann auch ein bisschen zu den Informationen der Speichertiere passen. Ich habe vorhin einmal die Koloniegröße abgecheckt. Es sind 11 Arbeiterinnen plus Königin und natürlich auch Brut, welche ich jetzt aber nicht einzeln nachgezählt habe. Von allen sollte aber was dabei sein, also von Eiern über Larven bis hin zu Puppen. Man sieht auch in der Mitte des momentanen Bildes ein Insekt, was sie sich vorhin reingezogen haben. Wahrscheinlich die Überreste einer Motte. Ich würde sagen, brutmäßig sieht es momentan also auch nicht schlecht aus. Ich hoffe mal, dass die Kolonie dieses Jahr genauso gut weiterwächst, wie sie in dieses Jahr gestartet ist und nicht wie im letzten Jahr, dass da nicht mehr viel passiert. Das wäre natürlich nicht ganz so schön, aber ich muss sagen, es sind sehr, sehr schöne Tiere, besonders jetzt, wo die ersten neueren Arbeiterinnen da sind, wo man auch die Rohfärbung sehen kann. Bei den ersten drei Arbeiterinnen konnte man diese rötliche Färbung am vorderen Teil des Thoraxes leider nicht so gut ausmachen und die Arbeiterinnen erschienen eher bräunlich-schwarz. Umso größer und älter die Kolonie wird, desto deutlicher sollte dann auch die Rotfärbung am Thorax bei den neueren Arbeiterinnen werden. Und am Ende dieses Videos könnt ihr euch noch ein paar Bilder der Kolonie anschauen. Ich verabschiede mich hier an der Stelle schon einmal und wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Bildern. Wie immer hoffe ich, dass euch auch dieses Video hier gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.